Die Sicherheit eines gesamten Heimnetzwerks mit einem VPN zu gewährleisten, kann überwältigend sein, vor allem wenn du zahlreiche Geräte hast, die du berücksichtigen musst. Du kannst jedoch einfach ein VPN auf deinem Heimrouter einrichten und so alle deine Geräte auf einmal schützen. Heute erkläre ich dir, warum ein VPN für deinen Router unerlässlich ist und welches die besten Router-VPNs für 2024 sind. Warum sollte ich überhaupt ein VPN im Router verwenden? Nun, zunächst einmal muss ich auf diese Weise nicht auf jedem Gerät in meinem Haushalt eine eigene App installieren. Nicht jedes dieser Geräte kann überhaupt eine VPN-App unterstützen. Zweitens haben selbst die besten VPN-Anbieter oft ein Limit für gleichzeitige Verbindungen und ich möchte nicht mit Zahlen jonglieren, wenn ich versuche, einen ganzen Haushalt von Geräten zu schützen. Drittens sind meine Geräte mit VPN auf dem Router rund um die Uhr geschützt. Ich muss nicht jedes Mal eine App auf jedem Gerät starten, wenn ich meine IP-Adresse verbergen oder meine Aktivitäten vor den ISPs verheimlichen will. Allerdings kann nicht jedes VPN auf einem Router installiert werden. Wenn du also einen Anbieter haben willst, der für diese Aufgabe geeignet ist, geh zur Beschreibung und hol dir da einen Rabatt über einen meiner Links. Jetzt fragst du dich vielleicht, kann ich ein VPN auf meinem Router installieren? Das ist eine gute Frage, denn nicht jeder Router unterstützt eine VPN-Verbindung. Ehrlich gesagt taugen die meisten Router, die von den Internetanbietern direkt zur Verfügung gestellt werden, nichts, weil sie angeblich nur eingeschränkte Einstellungen zulassen, um einen besseren Service zu bieten. Aber sie machen niemandem etwas vor, oder? Router von der Stange sind etwas besser. Du kannst ihre Konfiguration für OpenVPN oder WireGuard-Clients überprüfen oder dich an den Kundensupport wenden. Manchmal stehen diese Infos auch auf der Verpackung. Benutzerdefinierte Firmware-Router sind wahrscheinlich die beste Option in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Fast alle unterstützen VPN-Verbindungen und diese Router sind viel billiger als die von der Stange. Letztere sind teurer, egal ob sie vorkonfiguriert sind wie der AirCo von ExpressVPN oder ob sie geflasht sind und Anbieter wie NordVPN oder Surfshark unterstützen. Allerdings ist dieser Preis direkt mit der höchsten Verbindungsqualität verbunden, die du mit einem solchen Router erhältst. Da ich diese Namen bereits erwähnt habe, möchte ich näher darauf eingehen, warum diese drei die besten VPNs für Router sind. Erstens, selbst wenn du dich nicht für einen vorkonfigurierten oder geflashten Router entscheidest, unterstützen diese drei alle wichtigen Router-Optionen, sodass es eine gute Auswahl an Geräten gibt, die den Anforderungen entsprechen. Zweitens sind sie einfach einzurichten. Jeder von ihnen wird mit einer umfassenden Installationsanleitung geliefert, wobei die Einrichtung des ExpressVPN-Routers bisher am einfachsten ist. Nicht, dass die Konkurrenten viel schwieriger wären, aber diese interaktive Anleitung ist es wert, hervorgehoben zu werden. Allerdings könnte ein unerfahrener Nutzer auch mit einer detaillierten Anleitung Schwierigkeiten haben. Daher bin ich froh, dass diese Anbieter einen 24/7 Kundensupport anbieten, der bei Schwierigkeiten hilft. Ich habe mich im Voraus über die Installation des Routers erkundigt und die Mitarbeiter waren schnell zur Stelle. Drittens, und ja, ich spreche immer noch von den besten VPN-Router-Kombinationen, haben alle drei genannten Optionen erstklassige Sicherheitsmaßnahmen. Ich spreche von branchenführender Verschlüsselung, geprüften No-Logs-Richtlinien und reinen RAM-Servern. Die Art von Dingen, die nicht nur die Sicherheit deiner Verbindung gewährleisten, sondern es dir auch ermöglichen, im Wesentlichen anonym online zu sein, ohne dass du dir Sorgen über deine Datenerfassung machen musst. Und falls du dich fragst, was ist das schnellste VPN, ist die Antwort einfach: NordVPN. Router hin oder her, dies ist das VPN mit einem der größten Servernetze und einer umfassenden Länderabdeckung. Außerdem hat es die schnellste Leistung auf den meisten seiner Server. Allerdings haben Surfshark und ExpressVPN NordVPN in Sachen Länderabdeckung überholt. Wenn du also Streaming im Sinn hast, sind das mit Abstand die besten VPN-Optionen für Streaming. Jetzt bleibt nur noch eine Frage zu beantworten: Wie installiere ich dann ein VPN auf meinem Router? Wie ich schon sagte, haben alle Top-VPNs für Router eine detaillierte Anleitung für den Router. Also lass uns die NordVPN-Einrichtung auf einem Router mal durchgehen. Übrigens, die Vorgehensweise für Surfshark oder ExpressVPN ist ziemlich ähnlich. Ich verwende einen Asus-Router, da ich einen solchen habe und weil er einer der einfachsten ist, um ein VPN einzurichten. Okay, Schritt 1. Logge dich in dein NordVPN-Konto auf der Website ein und klicke auf NordVPN manuell einrichten. Du bekommst eine Benachrichtigung per E-Mail, also nutze den Code, um dich einzuloggen. Hey, guck nicht auf meinen Code, das ist unhöflich. Hier kannst du dann deine Anmeldedaten abrufen und dann die OpenVPN-Client-Konfigurationsdateien herunterladen. Du kannst auch die Konfigurationen deines bevorzugten Standorts auswählen, also überlege es dir ein bisschen vorher.
Schritt 2. Melde dich in der Systemsteuerung deines Routers an. Falls du das noch nie gemacht hast, findest du den Login und das Passwort in der Regel auf dem Kasten oder der Unterseite deines Routers. Nachdem ich mich eingeloggt habe, siehst du, dass mein Asus-Router eine Registerkarte VPN hat. Also klicke ich darauf, dann auf VPN-Client und unten auf Profil hinzufügen. Hier kommen die Anmeldedaten und die Konfigurationsdateien von vorhin ins Spiel. Ganz unten gibt es auch ein Kästchen, das du nicht anklicken solltest. Dritter und letzter Schritt. Klicke auf die Aktivieren-Schaltfläche auf der Registerkarte VPN-Client und warte, bis das blaue Häkchen erscheint. Es wird nicht lange dauern. Das war's. Ja, du hast mich richtig verstanden. Einfacher als du erwartet hast, wette ich. Kommen wir also zum Wesentlichen. Das beste VPN für Router ist eine gute Möglichkeit, die Geräte eines ganzen Hauses zu schützen. Es gibt mehrere gute Optionen, die einfach und schnell einzurichten sind, schnelle Geschwindigkeiten bieten und über starke Sicherheitsfunktionen verfügen. Insgesamt ist NordVPN das beste VPN für einen Router, sowohl was die Leistung als auch die Sicherheit angeht. Surfshark ist ebenfalls ein starker Konkurrent, der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. ExpressVPN schließlich lässt sich am einfachsten auf einem Router einrichten und ist daher die beste Lösung für Anfänger. Wenn du bis hierher geschaut hast, bist du verpflichtet, ein Like zu hinterlassen und uns zu abonnieren. Das war nur ein Scherz, aber ich würde mich echt freuen, wenn du das tust, weil wir stecken echt eine Menge Arbeit hier rein. Und wenn du schon dabei bist, lass mich wissen, welchen Router du benutzt und ob es bei dir einfacher war, die VPN-Router-Kombination einzurichten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei VPN Pro.